Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kurs of You Tech. Heute die Folge 24 von unseren Kurs of You Web Tipps. Erstmal vielen Dank für das Feedback, was wir so in den letzten Videos bekommen haben oder in den letzten Tagen und Wochen. Einmal zum Videodesign, einmal auch auf unsere Videos. Vielen Dank dafür. Wir sind natürlich weiterhin auch gerne mit euch in Kontakt. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis wir auf Kommentare eingehen oder so. Aber wir versuchen trotzdem relativ zeitnah drauf zu antworten. Ja, und nicht wundern, das bin natürlich nicht immer ich. Und in den Klammern dahinter sieht man dann immer das Redaktionskürzel von demjenigen, der den Kommentar beantwortet hat. Ja, Videodesign erstmal. Wir werden da noch ein bisschen was ändern. Also ist noch nicht komplett final. Wir haben jetzt erstmal, ja, grob das Videodesign geändert. Ihr habt auch schon Feedback dazu abgegeben. Intern bei uns laufen da noch einige Prozesse. Da sind noch so ein paar Sachen, die wir vielleicht ändern wollen. Da möchte ich aber jetzt nicht weiter drauf einsteigen. Falls ihr noch irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwelche Anmerkungen zu unserem neuen Videodesign, natürlich gerne in die Kommentare, auch direkt an uns, und wir werden dann einfach mal gucken, was wir da draus machen und wie wir das dann umgestalten. Der erste Eindruck von uns ist aber schon mal ganz gut. Gut, sonst hätten wir es auch nicht so veröffentlicht, aber es gibt halt noch das ein oder andere, wo wir gerne in den nächsten Wochen noch ein bisschen überarbeiten würden und da noch ein bisschen dran feilen. Ja, unser erstes Thema heute nennt sich OCR. OCR ist eine Texterkennung, also da spricht man, bei OCR spricht man von Bild zu Text, und dafür gibt es einen Online-Dienst, der nennt sich onlineocr.net. Das wollte ich einfach mal zeigen, weil das ist manchmal ganz recht praktisch. Zum Beispiel bin ich jemand, der relativ häufig irgendwo unterwegs mit dem Smartphone irgendwelche, ja, Dinge abfotografiert oder auch mal aus einer Zeitschrift sich schnell mal was abfotografiert, und das Ganze hätte ich natürlich dann ganz gern digital. Als Bild ist es immer ein bisschen unpraktisch, man kann es halt schlecht durchsuchen, oder man möchte das irgendwo in eine Mail kopieren oder irgendwas, braucht natürlich mehr Speicher, ganz klar, oder man möchte es irgendwo mal zitieren in einem Blog-Eintrag, wie auch immer. Praktischer ist es natürlich, wenn ich Text als Text habe und nicht als Bilddatei, und da kommen dann sogenannte OCR-Software-Geschichten ins Spiel. Hier haben wir das Ganze online, deswegen wollte ich das einfach mal zeigen. Das geht relativ fix, ist kostenlos und ultra praktisch einfach nur. Wie testen wir das? Wir machen einfach mal einen Screenshot von unserer Website und speichern den ab, zum Beispiel von dieser Textpassage hier, und lassen das Ganze einfach mal in eine Textdatei konvertieren. Das ist, denke ich mal, die einfachste Methode. Jetzt geht hier ein Kontextmenü auf, jetzt hier mal speichern. Und das ist halt jetzt ein ganz normaler Screenshot. Den habe ich jetzt mal auf dem Desktop abgelegt. Und jetzt sage ich hier zum Beispiel, das Ganze ist in Deutsch, also German. Und ich möchte das als Text plain haben. Ich kann mir das auch als DocX, also als Word-Dokument, Microsoft Word-Dokument oder als Microsoft Excel-Sheet ausgeben lassen. Wir machen das Ganze aber als plain Text, also als TXT-Datei. Hier haben wir jetzt diese Datei, die wir zuvor erstellt haben. Das könnte natürlich auch ein, ja, Bild sein, was ihr mit dem Handy gemacht habt von irgendeinem Zeitungsartikel, wie schon bereits gesagt, oder sonst was, wo eben Text dahinter ist. Und jetzt lassen wir das Ganze konvertieren. Jetzt haben wir hier nochmal so ein schönes Capture, das man ausfüllen muss, und lassen das Ganze jetzt hier konvertieren. Und ihr seht, sieht man, die ganze Geschichte, die könnte ich mir jetzt kopieren in eine TXT-Datei zum Beispiel oder in Word rein kopieren, wo ich es eben brauche. Das ist für mich das Einfachste, wenn ich das auch als Plaintext habe. Ich kann es, wie gesagt, auch direkt als Word-Datei, aber es kommt halt immer darauf an, was ich damit machen möchte. Und es funktioniert ganz gut, wenn man das mal vergleicht hier. Beim Kopieren einer Datei auf einen USB-Stick oder eine Festplatte erscheint bla bla bla. Und hier sieht man dann, beim Kopieren einer Datei auf einen USB-Stick oder eine Festplatte erscheint die Meldung bla bla bla. Also ihr seht, das hat funktioniert. Wir haben jetzt aus einer Bilddatei einen Text herausgezogen und können den jetzt weiterverarbeiten. Schöne Sache, wie gesagt, kostenlos, online, meine Empfehlung, online. OCR.net. Kommen wir nun zu einem komplett anderen Thema. Das habe ich von einem Zuschauer bekommen. Erstmal vielen Dank dafür. Und zwar geht es um einen YouTube-Channel, der eine Longboard-Tour macht. Viele dann denken, oh Gott, Longboard-Tour hat mich vor 2 Jahren schon genervt. Die können, glaube ich, jetzt schon mal abschalten. Ich fand das eine ganz coole Aktion damals von
den Jungs rund um unsere größten Minecraft-Let's Player in Deutschland. Und ich glaube, nichts hat den Bereich Longboarding so geprägt wie diese Tour. Anders kann man es nicht sagen. Also ich als Außenstehender, der ja damit jetzt nicht so viel zu tun hat, der hatte vorher eigentlich mit Longboard 0,0 zu tun, wusste eigentlich gar nicht so recht. Also der Begriff ist mir auch nicht so ganz geläufig gewesen. Und ich denke mal, durch diese Tour oder auch durch dieses Engagement von den Jungs in dem Bereich hat sich dieser ganze Longboard-Sport, sag ich mal, ganz schön in Deutschland etabliert bei den jungen Zuschauern, die sie natürlich haben. Denn die haben dann eine relativ junge Zielgruppe, muss man ja wirklich mal sagen. Dena, Simon Unge und so weiter und so fort. Ja, und jetzt habe ich den Hinweis bekommen, Mensch, es gibt einen YouTuber, der macht was Ähnliches, allerdings setzt er noch einen drauf. Vielleicht noch zur Historie, für Leute, die nicht wissen, was da gelaufen ist. 2014 haben die Jungs, wie gesagt, rund um unsere größten Minecraft-YouTuber in Deutschland, außer natürlich Gronkh, haben sich gedacht, okay, lass uns mal, wir sind Longboard-Fahrer, lass uns mal von Sylt Richtung Schloss Neuschwanstein einmal von Norden in den Süden fahren, quer durch Deutschland. Das haben die auch gemacht, keine Ahnung, die haben glaube ich 4 Wochen oder so gebraucht. Genaue Fakten habe ich jetzt hier nicht recherchiert, ist auch egal, die haben auf jeden Fall ein paar Wochen dafür gebraucht und haben dann gedacht, okay, lass uns das nochmal machen, aber wir setzen jetzt nochmal einen drauf. Das war damals ein riesen Medienhype und alles und das war auch ganz cool, muss man auch wirklich sagen. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir legen nochmal einen drauf und fahren jetzt nach Gibraltar von dort aus. Hat leider nicht funktioniert, das ist jetzt hier auch das Video, das wollte ich einfach mal kurz einblenden. Es gab dann auch ein Video, wo sie gesagt haben, warum es nicht geht und so weiter und so fort. Hat uns jetzt nicht weiter zu interessieren. Auf jeden Fall haben die gesagt, nee, geht nicht und wir sagen das für dieses Jahr ab. Daraufhin hat Dena mit Stefan rechts im Bild, die beiden, haben dann gesagt, ja, lass uns doch mal hier eine kleine Tour machen von Köln nach Berlin. Das läuft aktuell, das will ich jetzt auch nicht verschweigen. Diese Tour läuft gerade und jetzt gibt es einen YouTuber, der Folgendes vorhat. Hier sieht man das mal, der möchte von Lüneburg über Dortmund, München, Venedig nach Rom fahren. Das Ganze innerhalb von ein paar Wochen und hat das Ganze so in 50 Kilometer Etappen aufgeteilt. Und wie gesagt, die Städte, die jetzt hier angezeigt sind, da möchte er sich ein bisschen umsehen und möchte ein bisschen länger vielleicht bleiben. Und dann fährt er bis nach Rom nach unten. Und das ist natürlich ganz interessant. Vor allem, was noch interessanter ist, der Kanal ist nicht groß. Also wer jetzt vielleicht jemanden erwartet hat wie Dena oder wie Simon Unge oder so von den Abonnentenzahlen her. Nee, ist es gar nicht. Also der hat noch nicht mal in Anführungsstrichen 10.000 Abonnenten, was ja für so eine Tour, für so eine Unternehmung schon richtig heftig ist. Deswegen aus unserer Sicht auf jeden Fall empfehlenswert und unterstützenswert das ganze Projekt. Er hat auch ein Video veröffentlicht, indem er sein Projekt da so ein bisschen vorstellt. Das seht ihr jetzt gleich im Anschluss. Das war sie schon wieder, die Folge 24 vom Kurs of You Webtip. Wenn ihr ähnliche YouTuber oder auch Webseiten für uns habt, schickt die uns gerne zu. Einmal per Mail natürlich oder per PM oder bestenfalls bei uns ins Forum. Und wir werden dann gucken, ob wir das Ganze in ein Video packen können. Denn wir sind immer auf der Suche, damit wir eben dadurch keinen Leerlauf haben, dass wir auch wirklich alle 14 Tage neue Seiten, neue YouTuber in unserem Webtipp auch vorstellen können. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von Kurs of UTech. Hallo, mein Name ist Illigator und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich fahre in meiner Freizeit sehr gerne Longboard und ich reise auch sehr gerne. Und deswegen habe ich mir gedacht, fahre ich mit dem Longboard einmal quer durch Europa nach Rom. Ich habe mir überlegt, dass ich in verschiedenen Städten, die ich schön finde, einfach mal eine längere Pause machen möchte. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich in Dortmund eine längere Pause machen möchte, in Köln, in München und in Venedig. Und von Venedig aus fahre ich direkt dann nach Rom runter. Ich werde versuchen, mit dem Longboard 1700 Kilometer nach Rom zurückzulegen. Ich habe für diese Strecke circa 2 Monate eingeplant. Mein Plan ist es, jeden Tag 50 Kilometer mit dem Longboard zurückzulegen. Und damit ihr dabei sein könnt, werde ich es auch filmen und hochladen. Am 23. Mai 2016 starte ich meine Longboard-Tour in Lüneburg. Und wie ich dann über die Alpen komme, das sehen wir dann, wenn ich da bin. Also, wenn ich euer Interesse geweckt habe, dann würde es mich freuen,
wenn ihr meinen Kanal abonniert und mich auf meiner Tour begleitet. Bis dahin, ciao.